Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben bald Weihnachten und deswegen muss ich schnell noch aufs Bike, weil das Wochenende ja ist einfach voll mit Weihnachtsaktivitäten und dann wird es wahrscheinlich schwer, aufs Bike zu gehen. Das heißt, ich werde jetzt eine Runde drehen und wenn ihr das letzte Video gesehen habt, oder ich weiß gar nicht, ob es schon online ist, aber dann wisst ihr, ich habe momentan ein Leihbike vom Thomas und ich bin es erst einmal gefahren, ich habe mega Bock, das Bike zu fahren. Und das testen wir heute auf ein paar Trails hier bei mir. Denn wie kann man ein Bike am besten testen? Auf den Trails, auf denen man immer fährt, weil dann merkt man am besten den Vergleich. Aber ich zeige euch mal kurz das Fahrrad. Ja, das Bike ist ein Levo SL und zwar so ein bisschen gepimpt noch, ne? Also da ist eine andere Gabel dran und sowas, ordentliche Teile verbaut, also und das Allergeilste, was ich finde am Allergeilsten, finde ich die Farbe an dem Fahrrad. Ich weiß nicht, wie gut ihr es sehen könnt, es ist so ein Grün. Es gab früher mal eine Farbe, oder die gibt es immer noch bei Mini, die heißt British Racing Green. Die fand ich immer mega geil, weil Mini war mein erstes Auto. Und das ist die, ja, das ist eigentlich die Farbe, ne? Also die sieht eigentlich genauso aus. Und das Carbon schimmert noch so durch. Mega geil. Es ist ein hier Super Deluxe Ultimate Dämpfer verbaut. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, 157 mm Federweg hinten. Eine Fox Pike Ultimate vorne, auch 150 mm, also ein krasses Fahrwerk schon mal. Und ich bin das Bike jetzt schon einmal gefahren auf den Trails, letztes Mal im Schnee in Olpe, und durfte das Bike jetzt mitnehmen zum Testen. Ich sag euch nur, es macht auf jeden Fall mega Laune, also auf den Trails schon das letzte Mal. Ich musste mich ein bisschen an den Schnee gewöhnen und so, und trotzdem hat es mega Bock gemacht einfach. Ja, was hat man noch hier? GX-Schaltung, eine SRAM-Bremse, dann die Specialized Butcher Grip Trail T9 Reifen drauf. Ja, also das Bike macht auf jeden Fall mega Laune. Es wiegt unter 18 Kilo, ich glaube 17,6 oder so. Und ich mache mich jetzt kurz fertig, dann schwingen wir uns direkt auf das gute Stück. Übrigens, was mir auffällt, der Akku war fast ganz leer gerade eben, als ich es angesteckt habe, und der ist jetzt super schnell voll. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied zum Full-Size-E-Bike. Und ich muss sagen, mich hat die Unterstützung hat mir tatsächlich gereicht. Warum ich aber immer noch ein Full-Size-E-Bike habe, statt ein E-Lite MTB, liegt einfach nur in einem einzigen, ganz, ganz einfachen Grund. Na, hier, das fette Ding, ne? Muss dir mal vorstellen, das Ding wiegt 10 Kilo mehr als das Levo, das ist schon krass. Ja, aber warum sich für mich immer noch ein Full-Size-E-Bike mehr lohnt, ist, weil wir haben halt keine zwei E-Bikes und ich shuttle die mich hier oft. Und dann ist das halt, ja, die bessere Option. Wobei auch vom Fahrwerk her und so ist das eigentlich auch schon zu viel für die Home-Trails. Das, was mich am meisten stört, wisst ihr ja, das zieht einfach krass bergab. Und ich guck mal, ob der steile Trail heute frei ist. Und dann würde ich gerne diesen Rinne heißt das Ding, diesen steilen Trail fahren mit dem Levo, um mal zu gucken, wie sich das mit dem Bike anfühlt. Weil das müsste auf jeden Fall einen Unterschied machen bei 10 Kilo. Ja, aber Leute, es ist einfach ein schickes Bike. Guckt es euch mal an. Yes, ich packe jetzt schnell mich ein und wir fahren auf ein paar matschige Trails. Let's go. Leute, Schweinewetter, aber egal, denn wir haben gelernt, wenn man einmal nass ist, ist das alles gar nicht schlimm. Aber ich glaube, die nächsten paar Stunden regnet es auch gar nicht. Ich habe den Akku jetzt nicht geschafft, ganz voll zu laden, aber ich denke mal, für die schnelle Home-Trail. Specialized. Da klappert nichts dran, ne? Also gar nichts. So.
erster Uphill. Ich bin am Wochenende das letzte Mal eigentlich nur im Trail-Modus gefahren. Aber da das jetzt die schnelle Runde wird, werde ich gleich ja, in Turbo oder Boost. Keine Ahnung, wie das bei Specialized heißt, weil es gibt ja kein Display, aber ehrlich gesagt, mehr als das hier brauche ich halt auch nicht. Ne? Ich brauche keinen Tacho auf dem Trail. Unnötig. Viel schlanker, viel schöner so. Ja, jetzt kommt gleich der lange Uphill. Kennt ihr ja. Da wird spannend. Schalten wir jetzt gleich mal in den Turbo. So, höchste Unterstützungsstufe. Hallo. Ja, ist auf jeden Fall anstrengender. Aber wenn man ein bisschen trainieren will, eigentlich gut. Aber natürlich nicht diesen Lift-Effekt. Also Turbo beim Bordstadt-Lift, ne? Nichtsdestotrotz schon cool. Also man muss sich halt fragen, wie wichtig ist es einem, dass man schnell und ohne Anstrengung oben ist, oder ist es einem halt auch wichtig, dass man bergab eine geile Performance hat, ne? Und da ist dann halt die Frage, was am besten für einen ist. Also ich persönlich weiß es noch nicht, weil ich hasse Uphill halt schon ziemlich, ne? Wisst ihr ja, aber umso schöner ist halt das Bergabfahren danach. Also man kommt jetzt hier schon gut hoch, aber ist natürlich anstrengender. Aber man kommt gut hoch. Keine Frage. Da fahren wir ganz hoch. Harte Conditions heute hier. Wenn wir aufpassen, hier in der Kurve sind immer Leute dahinter. Also auf. Geht natürlich ziemlich gut in die Luft, ne? Weniger Gewicht. Ja, Leute, eine Sache noch, ne? Egal was für ein Fahrrad, fährst du raus in den Wald, das tut einfach gut, ey. Hätte ich auch nie gedacht, dass Fahrradfahren mich so süchtig macht. Echt crazy. Ja, eigentlich wollte ich das steile Stück fahren, aber war noch mit den Bremsen so ein bisschen am Hadern. Aber gucken wir mal, wie ich mich gleich fühle. War gut matschig, muss auch sagen. Die Reifen nehmen echt gut hier. Das sind irgendwie eigentlich so ein paar Querfuß, genau. Ein bisschen schnell. Das ist immer gefährlich hier, Leute. Hier die Leute runter.
vielleicht auch nicht schlecht an, ey. Ob ich hier mit den 29er rumkomme. Ich muss umsetzen lernen, Leute. Ich gehe jetzt noch nicht mehr weiter hier. Krass lehmig. Nicht so geil. So, haben wir hier runter. Also wenn das andere Stück da auch so lehmig ist, dann ist egal, wie schwer das Bike ist. Bin ich jetzt wirklich gespannt, wie mir das hier taugt. Das ist halt steiler, technischer und ich fahre das so selten, dass ich auch gar nicht genau weiß, was jetzt hier kommt. Aber nochmal hier langsam runterrollen. Also das schiebt halt nicht so krass. Aber hier Fokus, gar kein Vergleich. Krass. Krass. Also ich konnte richtig gut bremsen. Eigentlich vorbei. Bin jetzt gut 1,5 Stunden unterwegs. Das funktioniert schon sehr, sehr gut, das Bike. Und dürft nicht vergessen, da ist ja echt viel dran getan jetzt, ne? Gibt es ja so, glaube ich, gar nicht zu kaufen noch mit der Pike, ne? Was mich jetzt echt überrascht hat, ist bei diesem kleinen Kicker da oben, ne? Also klar, ich habe auf dem Trail schon gemerkt, dass man da springen konnte, aber da habe ich mich gar nicht so aufs Gefühl konzentriert, weil ich einfach damit beschäftigt war, auf dem Eisboden klarzukommen. Hier ist, merkst du jetzt so, ne? Du hast keinen Widerstand, wenn du schneller treten willst als 25. Ja, das geht so leicht in die Luft, ne? Schon gut. Sobald die Michi ein E-Bike hat, Leute, und mein Fokus aus dem Leasing raus ist, mit den 29ern ist es jetzt schwer, wird mein nächstes E-Bike ein Light EMTB safe. Weil ich hatte das Gefühl, das Ausdauerding, ne? Das kannst du halt auch einfach trainieren und dann ist das kein Problem. Dann kannst du auch beim Light-EMTB Spaß haben auf den Trails. Also beim Uphill eher, nicht auf den Trails. Auf den Trails ist es halt geiler. Und halt kein Klappern, ne? Traum. Echt ein Traum. Da merkst du halt, dass du ein Fahrrad fährst, was ein paar tausend Euro eigentlich teurer ist als das Focus. Und der Thomas hat das jetzt drin zu einem Preis. Da ist das günstiger als das Focus, was ich geholt habe. Naja, wir radeln mal jetzt zurück und dann gibt's noch ein paar News und Infos. Let's go! So. Sieht so aus, als wäre ich gar nicht gefahren, ne? Nee. Leihbikes muss man natürlich ein bisschen besser pflegen als sein eigenes Bike. Deswegen direkt sauber gemacht. Ich sehe jetzt noch aus, wie es sich gehört nach einer Matschtour. Ich war echt baff, hat gut funktioniert, auch auf dem steilen Stück. Und ich habe genauso viele Trails fast geschafft wie mit dem anderen E-Bike. Und man hat halt aber ein bisschen mehr Anstrengung. Das hat mir jetzt persönlich ein bisschen besser gefallen, weil ich eh so auf dem Ausdauermodus bin, weil ich mit dem Nabelbruch nicht so viel machen kann. Und da kam mir das jetzt ganz gelegen. Es hat sich jetzt halt schon so angefühlt, als wäre es so eine kleine Trainingseinheit.
weil man natürlich trotzdem flott die Berge hochfährt. Also nur vom Fahrgefühl und so, ist ein mega geiles Bike. Es kommt dir nicht vor wie 150 mm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es kommt dir vor, als hättest du irgendwie mehr Reserve. Auf den paar Sprüngen, die da waren, hat sich mega gut auch angefühlt. Und ja, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Jede Woche 2 neue Videos. Schaut auch gerne mal auf dem Zweitkanal vorbei oder auf Twitch. Lasst ein Abo da. Alle Links dazu auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich hoffe ja, der Thomas braucht das noch nicht so arg schnell wieder. Weil ich hätte schon Bock, noch ein paar Mal zu fahren. Vielleicht kriege ich nämlich auch den Steve dazu, dass der meinen Fokus nimmt. Obwohl, das muss eigentlich so dringend geserviced werden, weiß ich nicht. Naja, aber dann könnte man nochmal vielleicht eine Runde fahren, ne? Den Steve mal wieder überreden. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, den Sender Steve, aber ja, der war ja auch mal am Start, ne? Vielleicht schreibt ihr den mal auf Instagram oder so. Ja.